So, herzlich willkommen. Wir wollen heute mal auf der Multimap mit einem Let's Play anfangen. Mal gucken, wie lange das so geht. Weil es ist ja auch eine riesige Karte. Mal gucken, wie wir da so zurechtkommen. Das LS Mapping Team präsentiert Multimap 2019. Hatte da schon ein kleines Vorstellungsvideo gemacht von einer guten Stunde. Ist auch länger geworden und habe vielleicht die halbe Map geschafft, also das ist Wahnsinn. Da gibt es doch so viel zu sehen und zu zeigen, da gäbe es. Das wollte ich dann jetzt mal so eventuell jetzt mal so im kleinen ja, Singleplay, Let's Play, wie auch immer, mal so ein bisschen ja abtasten, wie das so ist. Weil noch mal eine Stunde so ein Video machen, hey, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte ein Feld angefangen abzuernten, damit fange ich mal an. Dann Soja drauf, das wird verkauft. Achso, starten sollte ich auch, ne? Macht Sinn. Das wird verkauft, damit wir zum Geld kommen, wie ihr oben seht. Ganz viel ist nicht mehr da. Und man hat ja auch nicht so viel hier, wenn man so ein bisschen was... Die Preise sind hier, wie gesagt, sehr, sehr hoch. Da ist kein Tor, ne? Muss ich hier raus. Die Preise sind hier sehr, sehr hoch, also das Geld, was man zur Verfügung hat am Start, ist ratzfatz weg, also das ist kein Ding. Aber den Drescher, den wollte ich mal austauschen. Ich wollte mir mal einen anderen Drescher holen. Weil ich hatte hier leichte Probleme mit dem... ja, das hätte ich alles Getreide mitgenommen. Also vielleicht lag es am Drescher, ich will das mal ausprobieren. Darum, der kommt weg, den werden wir verkaufen. Palam, palam, palam. So. Im Prinzip hole ich mir das gleiche wieder, nur eben als Mod. Ne? Na, bleibt draußen. So. 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 Einmal hier rum. So. Der Händler ist ja gleich um die Ecke. Das ist ja schnell gemacht. Achtung, wir kommen. Wir haben es eilig. Jups. Machen wir auch aus. Wenn man schon verkaufen, dann auch mit abgeschalteten Motor verkaufen. Jawohl. Verkaufen. Jawohl. So. So. Drescher. Den Hauptfarbe machen wir hier so. Felgenfarbe machen wir so. Ja, ja, das passt schon. So, so, so. 90, 69. Käufen. Okay. Schnibbelwerk. So, käufen, jawohl. Ja, wo wir schon mal hier sind, nehmen wir das Maisgebiss auch gleich mit. Aber das hole ich nachher erst ab. So.
So, denn da steht das gute Stück. Zack. Wir kommen, Vorsicht. Heilige Erntemaschine. Einmal rauf aufs Feld. Dann will ich mal gucken, ob ich da jetzt mal so. Andocken. Zack. Na. Ja, der ist drin. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts oder so. La 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 la. Hello again. Einmal hier, einmal da, einmal nach. Oh, zu weit. Einmal nach Amerika. Ah, okay, das sollte gut sein. Ich glaube nicht, dass ich die anderen eingucken. Okay, wir starten, das machen wir von außen. Na, guck mal einer an. Mal eben den Tempomaten einstellen. Also mit dem anderen Drescher hatte ich hier gar nichts weggenommen. Und mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Aber bis jetzt sieht das ja gut aus, wa? Aber das sind aber auch Flächen hier, da kommt ja richtig was runter. Jetzt ist das hier nicht gedüngt. Na, ja, so ein bisschen stehen lassen. Ist das hier nicht gedüngt, da kommt ja nicht ganz so viel, aber wie gesagt, so im Allgemeinen, das sind alles riesige Felder hier. Ja, ein bisschen was zickt da noch rum. Wie gesagt, also das ist eine Karte extremst für Multiplayer geeignet, also oder gedacht wahrscheinlich auch. Man kann es natürlich auch im Singleplayer spielen, klar, man muss ja nicht alle Felder bewirtschaften. Aber wie gesagt, wenn man sich da was kaufen möchte an irgendwelchen Feldern oder Ländereien, das ist schon ein Haufen Kohle, die man da braucht, da muss man erstmal hinkommen. Ja, guck mal, hier wieder spielt er ja nicht mit, ne? Ja, woran das wohl liegt? Weiß da jemand einen Rat?
Auf wieder sitzen. Haut. Das nehmen wir einmal ab. Dann versuchen wir das nochmal. Nee. Ich will einfach nicht. Nimmt ja nicht, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Aber vielleicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Oder vielleicht sogar der Mapper. Das wäre ja der allergrößte Lied. Aber wie gesagt, ich. Ich weiß es nicht. Hier geht's wieder. Ist das aufregend? Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich über den Kontostand da oben wundern, weil das war ja vorhin noch nicht so viel. Ich habe ja die Maschine verkauft, den Drescher und das Schneidwerk. Und diese Maschine, die ich jetzt habe, habe mir mein Händler zum günstigen Preis gelassen. Das war eine Vorführmaschine. Die hat da noch mehrere so Sachen für mich an der Seite gestellt. Ich habe da Sonderkonditionen. Weil das ist der Neffe meines Schwagers, meiner Freundin, hast du ja nicht gesehen, um 3000 Ecken. Und das ist so Verwandtschaftspreis, gell? Also nicht wundern. Das kriegt nicht jeder. Zick, zack, rubbel die Katz. So, jetzt müssen wir jetzt wieder neu justieren hier. So. Fahren Sie bitte mindestens 15 Meter. Und Sie werden sehen, ein paar Striche. Automatic Breite. Ich hätte das so machen können. Okay. Ich glaube, es ist so. Na. Ja. Linien an. So, jetzt aber. Und los geht's. Hoppala. Es passt aber doch nicht. Was soll denn der Schmarrn? Also das mit dem Speichern, das haut glaube ich wieder nicht so ganz hin bei mir. Gehen wir da noch mal hin. Ja, genau. Ja, sonst fahren wir die eine Linie nach. Ich kann es nicht ändern. Es ist so. Egal, egal.
Das sieht schön aus mit dem Feld da. Es leuchtet so schön. An wen muss ich da nur denken, wenn ich diese Farbe sehe? Ich komme gerade nicht drauf. Machen wir das sofort weg hier. Den Streifen der Schande. Egal. Ja, es wird heute noch nicht ganz viel zu sehen geben, wie ihr so seht. Da ich ja erstmal hier so ein bisschen das abdreschen muss. Es hilft ja nichts, ich muss ja erstmal wieder Geld verdienen. Dann werden wir denn hier den düngen und dann lassen wir den Helfer pflügen. Oder ich mache ein paar Reihen, das dann vom Helfer weitermachen, irgendwie so, mal gucken. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Aufträge machen. Das war schon wieder falsch, siehst du? Muss ja hier hin. Es ist schon ein gewaltiger Hof, ne? Was ich ja so toll finde, man hat irrsinnig viel Platz. Und wo der ja dran gedacht hat, egal auf welchen Hof du kommst, du hast überall noch Platz, was zu platzieren. Unterstände oder was weiß ich, was einem so in den Kopf kommt. Das finde ich richtig gut gelöst. Gefällt mir ganz gut. Sehr gut sogar, muss ich sagen. Gut, jetzt hätte ich ja meine Saatproduktion, die ich mir da hingestellt habe, hätte ich mir schenken können, aber das ist, wenn man nicht vorher die Map abfährt, ne, und alles genau be betrachtet. Selber schuld. Aber so habe ich sie nah am Hof, da kann ich sie dann nutzen. Ich werde aber auch die andere Saatgutproduktion in Betrieb nehmen, auf jeden Fall. Muss jetzt zuerst mal Geld haben, damit ich so ein bisschen Wald anschaffen kann, um auch Bäume zu fällen. Wir müssen ja Paletten produzieren und Kisten und Kartons und was weiß ich was alles. Das will er nicht wegnehmen. Aber die erste Rolle gleich schon, die erste Rutsche gleich schon um und haben die auch nicht wirklich viel geschafft. Ne? Aber was hilft es? Der Masalmas hat noch, das sind ja noch Meters. Ne? Der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Aber wie gesagt, den Rest, den mache ich dann gleich ohne euch fertig. Vielleicht dünge ich auch schon vorher mal ohne euch und dann, wenn es mit dem Flug losgeht, mal schauen.
Das wird ja langweilig, wenn ihr jetzt drei Folgen nur wieder dreschen seht. Das ist ja, muss ja nicht sein. Er nimmt nicht alles mit. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber es ist so. Wenn ich den mal mache. Von der anderen Seite, von hier, das scheint ja eine kleine Bodenwelle zu sein hier, ne? Naja, auch nicht. Will er nicht. Will er nicht. Hat er ihn damit genommen. Wieder nicht. Ach, Lütges, ist so doof. So. Runter. Einmal abkoppeln. Wieder dran. Ja, was ist denn das für eine? Ist aber doof. Das ist nix so schön. Es ist nicht so schön. Aber muss halt irgendwo einen Grund haben, woran das liegt, ne? Padam, 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 padam. So. Dann machen wir diese Bahn noch, die nächste noch, denke ich mal, und dann ja, soll es das mal erst gewesen sein. Weiß ich gerade, hier hinten Gewächshäuser, ob das schon meine sind, da könnte man da ja eventuell. Ach nee, da muss ich auch Kompost haben, habe ich auch noch nicht. Ah, wir werden uns hier schon irgendwie durchmogeln. So, ich lasse den mal eben erst hier stehen. So, dann mal eben in die Übersicht gehen. Damit ihr mal seht, hier ist das ganz normale Gedönse hier. Ist klar.
Und ihr Lieben, jetzt achtet mal drauf, also das geht hier, das ist hier irre. Eier, Wolle, Milch, ist klar, Benzin, Wasser, auch logisch, was das hier ist, weiß ich gar nicht, steht so das Holz, Holzhackschnitzel werden das sein, das andere vielleicht verpackte Holzhackschnitzel, weiß ich nicht. Ja. Das muss ich noch rausfinden hier. Und dann geht das los hier mit Klee und ach, weiß der Kuckuck, was das alles ist. Nimmt kein Ende, wa? Zwiebeln. Unglaublich. Ja, was ist das denn hier? Mohn. Roggen, Hafer. Rotkohl, Hopfen. Es ist irre. Was ist denn das? Funkantenne, was soll das sein? Ach, Öl wahrscheinlich. Malz. Speiseöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Hühneröl, nee, gar nicht, war Hühner. Das weiß ich auch nicht. Paletten, Kartons, Gurken. Ihr Lieben, das hört nicht auf. Guckt euch das an, das ist irre. Das ist einfach irre. Schnaps auch. Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Zigaretten. Ne? Also ihr seht, Arbeit gibt es hier genug. So, das soll es gewesen sein für diese erste Rutsche. Ich verabschiede mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.